Servus Leute, ich bin Sascha. Willkommen zum nächsten Teil von meinem 530 EXC Umbau. Heute machen wir ein bisschen was an der Beleuchtung. Und zwar tauschen wir die Birne von meiner Lichtmaske vorne, da mein Abblendlicht kaputt ist. Und wir verbauen eine Kennzeichenbeleuchtung, dass da alles legal ist. Viel Spaß mit dem Video. So, wir tauschen heute die Originale gegen diese Osram Birne aus. Die hat einen Xenon Look, das heißt, die wird eher weiß oder bläulich leuchten, anstatt wie das jetzt hier Original ist, so gelblich. So, um die Birne zu demontieren, zieht ihr hier den Stecker ab. Dann könnt ihr hier diese Gummiabdeckung wegnehmen. Dann müsst ihr das Birnengehäuse könnt ihr dann einfach links rausdrehen und schon habt ihr die Birne. Und zwar müsst ihr die Birne ein bisschen nach innen drücken und dann lässt sie sich drehen. So. Dann nehmt ihr die neue Birne. Die solltet ihr möglichst nicht an der Glasscheibe anfassen. Jetzt schauen wir mal, inwiefern wir das so hinbekommen überhaupt. Jetzt können wir die Fassung wieder ins Gehäuse rein und alles wieder verschließen und dann sitzt die Birne auch schon. So, es gibt noch eine kleine Ergänzung und zwar tauschen wir auch gleich noch die Standlichtbirne gegen eine kleine LED aus. Einfach eine weiß leuchtende LED. Ist auch einfach Plug and Play. Eine Lampe raus, die andere rein. Jetzt die Lichtmaske wieder drauf und dann haben wir die Lampe schon getauscht. Also wir kommen zur Kennzeichenbeleuchtung. Da habe ich diese hier gewählt. Die hat eine E-Nummer, steht hier drauf. Somit ist die zugelassen für den Straßenverkehr. Die wird geliefert mit so einem Klebestreifen, der dann hier drauf kommt. Und somit kann man die dann überall befestigen und verkleben. Ich werde die unter meinem Heckplastik verkleben. Zeige ich euch aber gleich. Das Problem ist, die ist universell einsetzbar. Sprich, die hat keinen passenden Stecker. Das heißt, ich habe jetzt hier von dem Kabel ein bisschen was abisoliert und das verbinden wir jetzt mit dem originalen Stecker. Dazu müsst ihr jetzt mal euer originales Heck holen. Da ist ja, habt ihr hier diese Kennzeichenbeleuchtung und da ist das Kabel dran mit dem Stecker. Das heißt, wir knipsen jetzt das originale Kabel ab und verbinden den originalen Stecker mit dem neuen mit den neuen Kabeln von der neuen Kennzeichenbeleuchtung. Der Anschluss für die Kennzeichenbeleuchtung befindet sich übrigens hier, und zwar ist es der Luftfilterkasten. Da findet ihr dieses Kabel hier und das ist das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung. So, ich habe das Kabel jetzt mal so auf einen halben Meter ungefähr abgeknipst. Jetzt habt ihr die Kabel hier so.
Die tun wir jetzt auch mit so einer Abisolierzange abisolieren und dass wir die dann verbinden können. Jetzt platziere ich erstmal ungefähr die Kennzeichenbeleuchtung, führe die hier vom Heck über das Plastikteil hier durch bis zum Stecker. Dann schauen wir, wie die Kabel angeschlossen werden müssen und dann schließen wir das letztendlich an. Die Kennzeichenbeleuchtung soll nachher hier unter dem Plastikteil sitzen. Also jetzt mal so gesagt, so soll die nachher sitzen. Das heißt, wir bauen jetzt hier den Kennzeichenhalter ab, verlegen das Kabel mal da durch und dann schließen wir das vorne an und wenn dann alles passt, verklebe ich das hier oben. Also ich habe die Kabel jetzt mal verlegt, sprich die Kennzeichenbeleuchtung durch die Führung geführt und habe es jetzt mal angeschlossen. Bei der Kennzeichenbeleuchtung ist es so, dass ein weiß-schwarzes Kabel dabei ist und ein schwarzes. Das weiß-schwarze kommt zu dem weißen vom Kennzeichenhalter und das schwarze kommt zum braunen. Und so läuft sie dann. Das habe ich jetzt hier kurz getestet. Jetzt werde ich das mal kurz provisorisch mit einer Lüsterklemme festmachen. So, verkabelt ist es. Also Leute, wie ihr gesehen habt, die Kennzeichenbeleuchtung ist dran, ist jetzt alles soweit legal. Einen Moment, da gibt es jetzt noch einen Reflektor. Der ist ja, wie ihr alle wisst, auch Pflicht in Deutschland. Den mache ich auch noch dran, das ist so der kleinste, den ich finden konnte. Der kommt dann ran, unten ans Kennzeichen. Dann ist es auf jeden Fall mal so, dass dich nicht jeder Polizist gleich anhält, wenn das alles dran ist. Abblendlicht oder die neue Birne vorne ist auch drin. Die passt soweit auch, habt ihr auch gesehen, ist im Endeffekt kein großer Unterschied, ist nur nicht mehr ganz so gelb das Licht wie Standard, sondern ist einfach ein bisschen weißer. Gut, das war's eigentlich. Ich verlinke euch die Kennzeichenbeleuchtung unten in der Beschreibung und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein!